Willkommen bzw. willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Heute gibt es wieder einen Special Vibe. Ich lege für die einzelnen Kollektive der Sternzeichen eine Botschaft vom Universum für hier und jetzt. Die Legungen sind wie immer zeitlos und finden dich genau zum richtigen Zeitpunkt. Bitte beachte, dass es sich um allgemeine Legungen handelt und nimm daher auch nur das mit, mit dem du wirklich in Resonanz gehst. Um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir bei Bedarf auch gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich verlinke dir die einzelnen Legungen wie immer unten in der Infobox, damit du nicht lange suchen musst. Bitte beachte, dass Karten niemals Macht über dich haben. Karten haben auch keine Kontrolle über dich und Karten können auch nichts erzwingen. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und wenn du mit deiner Legung in Resonanz gehst, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du diesem Video ein Like schenkst oder mir einen Kommentar da lässt. Und denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch die Glocke, damit du auch benachrichtigt werden kannst, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaften ich dir heute vom Universum überbringen darf. Hallo mein lieber Steinbock, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Spannend, also hier geht es um ein Wiedersehen, vielleicht ein Treffen. Also es geht um eine Person, die du anscheinend kennst oder vielleicht auch mehrere Personen. Man hat sich vermutlich länger nicht mehr gesehen. Die Frage ist, ob dieses Treffen jetzt tatsächlich stattfindet oder nur im Raum steht oder ob es ja auch um eine Kontaktaufnahme geht, also dass man sich vielleicht virtuell begegnet in Form von ja diversen Chatprogrammen, Social Media etc. Du weißt, wie du das in deine Situation einordnen kannst. Deine Aufgabe dabei ist, dich anscheinend einer, hier geht es um eine seltsame Angelegenheit. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das ein freudiges Wiedersehen ist oder eben ein Treffen, das stattfinden soll. Nichtsdestotrotz, ob das jetzt für dich angenehm ist oder eher eine Pflicht oder eben unangenehm. Hier sind ganz wichtige Erkenntnisse für dich mit drin. Also hier geht es schon darum, dass du dich diesem Treffen stellst, egal ob es jetzt stattfindet oder eben nicht. Wenn ich hier jetzt weiterschaue, was hier für Schwierigkeiten, Sorgen, Ängste, Blockaden hochkommen in Bezug auf diese Angelegenheit, dann sehe ich, dass du hier befürchtest, dass du vielleicht nicht ganz ernst genommen wirst, dass man deinen Platz nicht anerkennt. Dann wird mir schon auch klar, warum diese Sache hier in deinem Bewusstsein ja so präsent ist und warum dieses Thema anscheinend jetzt gerade so wichtig ist, um wen auch immer es sich hier handelt. Wenn wir jetzt weiterschauen, wozu rät dir das Universum? Und hier zeigt sich das Thema Vergeben, Verzeihen. Das lässt mich jetzt darauf schließen, dass hier im Vorfeld offenbar etwas auch vorgefallen ist. Vermutlich hatte man jetzt länger keinen Kontakt. Ich habe auch das Gefühl, man ist hier nicht im Guten auseinandergegangen. Aber diese Trennung
sei es jetzt freundschaftlich oder eine vergangene Liebe, Familie etc. Du weißt, welche Person das hier betrifft. Es geht hier darum, irgendetwas zu klären. Und hier geht es auch um deine innere Haltung, die dich eben weiterbringt. Und offenbar ist dir hier ein Schaden zugefügt worden. Und für dich ist es jetzt eben wichtig, dass du von der inneren Haltung her vergibst. Und es geht jetzt nicht darum, ob sich diese Person dir gegenüber in Zukunft besser verhält. Das Universum möchte hier, dass du dich von dieser Last befreist. Das heißt auch nicht, dass du gutheißt, was passiert ist. Ich habe hier das Gefühl, dass bei diesem Wiedersehen, dass es hier auch darum geht, oder dieses Wiederbegegnen, dass hier etwas klar wird in Bezug auf das Gegenüber, auf diese andere Person oder diese anderen Personen. Irgendetwas ist hier vielleicht in Vergessenheit geraten und ein Warum wird hier geklärt. Was jetzt der Sinn dieser Sache ist, also was ist das Ziel, wo läuft das Ganze hin? Und hier sehe ich einen gestärkten Steinbock. Hier sehe ich von der Tendenz her, wird dir, was auch immer hier passiert ist, wirst du das richtig für dich einsortieren können, dass es dich nicht mehr belastet. Du wirst hier gestärkter in deinem Selbstwertgefühl sein, gestärkter in deiner Person, in deiner Mission, Berufung, auch dein Lebenssinn in weiterer Folge. Also du für dich wirst hier viel fester auf beiden Beinen stehen denn je zuvor. Denn irgendetwas wird dir hier klar in dieser Sache. Ja, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch die Glocke, damit du auch benachrichtigt werden kannst, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Und denk immer daran, manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Stier, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Stier. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Hier geht es um eine sehr wichtige Erkenntnis. Was ich hier sehe zu Beginn der Legung ist hier ein Leid, ein Leiden. Das könnte aufgrund von mehrerer Angelegenheiten sein. Also eine unangenehme Situation aktuell. Bleib aber dran, denn wir schauen uns nämlich an, wie du das hier auflösen kannst. Es geht hier nämlich, deine Aufgabe ist, es geht hier um eine Last und diese Last ist in Verbindung mit einer Illusion. Das bedeutet, dir wird hier offenbar irgendwo von irgendjemandem etwas aufgeladen oder du lässt dir irgendwas aufladen, aber das bringt dir nichts. Also hier ist eine Last zu sehen, die abgeworfen werden soll. Hier vielleicht wird auch versucht, dir klar zu machen, dass das,
dass du das eben machen sollst. Also vielleicht eine Verpflichtung, vielleicht eine Pflicht. Und dass du vielleicht irgendwann einen Gewinn haben wirst, aber das ist eine Illusion. Und ich habe das Gefühl, das weißt du auch irgendwo. Und wie komme ich jetzt darauf? Denn wenn ich hier weiterschaue in die Blockaden, Ängste, Sorgen, Schwierigkeiten in dieser Angelegenheit, dann sehe ich, du möchtest hier irgendwie nicht so ganz hinsehen. Also irgendwo weißt du es. Vielleicht geht es ja halt um irgendeine Sorge, vielleicht eine Verlustangst, die sich hier zeigt. Auch vielleicht geht es ja auch ein bisschen darum, dass man das nicht wahrhaben möchte. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Sache vielleicht schon länger da ist und du hier versuchst, das irgendwie so in eine Richtung zu bringen, dass es für dich gewinnbringend ist. Aber das ist es einfach nicht. Und du hast hier irgendwie Angst hinzusehen. Und hier geht es auch ein bisschen darum, und das muss ich dir sagen, auch wenn du mir das jetzt vielleicht übel nimmst, aber ich sage hier das, was hier liegt. Es geht hier auch um deine Verantwortung in dieser Angelegenheit, denn irgendwo sagst du hier auch ja. Und das Universum möchte dich darauf aufmerksam machen, dass du hier hinsiehst und dass du hier eben dementsprechend Nein sagst. Wir kommen jetzt direkt zum Rat des Universums. Hier geht es um Selbstschutz. Das Universum sagt hier ganz klar, du sollst hier offenbar, was diese Sache hier betrifft, diese Last, du sollst dich hier schützen. Dieser Schutz ist sehr wichtig, denn dieser Schutz gewährt dir auch Zugang zu Wachstum, Gewinnen. Hier geht es mehr auch um Finanzielles, Materielles. Also hier geht's um deine finanzielle Stabilität. Und das, was reinkommt, dass hier ein Wachstum entstehen soll. Und solange du dich hier mit dieser Sache belastest, die hier einfach nichts für dich bringt, wo dir hier irgendetwas vorgemacht wird, vielleicht nicht einmal bösartig vorgemacht wird, vielleicht glaubt das Gegenüber, dass das irgendwann etwas bringt, aber so wie ich das hier sehe, geht das schon viel zu lange. Also hier musst du dich dementsprechend distanzieren und schützen. Vielleicht geht es ja auch darum, das zu reduzieren. Vielleicht muss es nicht vollkommen beendet werden, aber dieser Schutz ist sehr, sehr wichtig. Und dass du eben hinsiehst, dass du dich dieser Angst auch stellst und hinschaust. Wir kommen jetzt zum Ziel. Worauf läuft das Ganze hinaus? Und deshalb ist es mir eben so wichtig, diese Botschaft auch für dich hier rauszubringen, mein lieber Stier. Diese Situation ist wichtig für dein Schicksal, für deine Berufung, deinen Lebenssinn. Diese Abgrenzung, die es hier geht, dieses Nein, das du hier in der ein oder anderen Angelegenheit aussprechen sollst, bringt dich deiner Lebensbestimmung näher, deinem Lebenssinn. Einfach auch, weil du dann mehr Raum für dich hast, mehr Raum für deine Bestimmung hast. Und deshalb ist diese Botschaft so wichtig für dich, mein lieber Stier. Ja, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch die Glocke. Denn dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich und denk immer daran, manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo meine liebe Jungfrau, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meine Jungfrau. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht?
Das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft für dich. Das kann ich jetzt schon sehen. Hier geht es um etwas Neues. Kann natürlich tatsächlich die Liebe betreffen, dass sich hier etwas Neues tut, eine neue Person das Feld betreten hat. Kann auch sein, dass es hier um eine Angelegenheit geht, eine Herzensangelegenheit. Etwas Aufkeimendes, Vielversprechendes, Neues zeigt sich. Das Universum sagt hier, du hast hier diesbezüglich Rücklagen. Du kannst hier auf irgendetwas zurückgreifen. Wenn das jetzt hier etwas Berufliches ist, dann hast du hier anscheinend entweder schuldet dir hier jemand noch einen Gefallen, auf den du zurückgreifen kannst, für diese Angelegenheit. Vielleicht hast du hier auch irgendwie, ja, vielleicht gibt es ja auch eben, wie gesagt, finanzielle Rücklagen, irgendetwas in diese Richtung. Wenn es etwas Zwischenmenschliches ist, dann geht es hier um irgendeine Erfahrung, die du bereits gesammelt hast, auf die du jetzt zurückgreifen sollst. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Irgendetwas weißt du hier schon. Das ist eben sehr wichtig für diese Sache. Ich sage dir jetzt auch gleich warum, denn ich habe schon mal ein bisschen vorausgeschaut in die Sorgen, in die Schwierigkeiten, die Blockade, die sich hier zeigt. Und hier ist irgendwie die Sorge vor einem Ende, vor einer Trennung, könnte man auch sagen, irgendwie auch der Blick zurück an irgendetwas aus der Vergangenheit erinnert dich das Ganze nämlich aktuell. Und das Universum macht dich hier aufmerksam, meine liebe Jungfrau, dass du jetzt nicht mehr in der Vergangenheit bist. Hier geht's darum, was hast du daraus gelernt auch? Was hat sich hier für dich ergeben? Denn genau hier kannst du nämlich ansetzen, denn ich sehe hier einfach auch, dass hier eine Sorge besteht und das lässt dich gerade so ein bisschen zurückweichen, so ein bisschen innehalten, ob das hier eben funktioniert. Du hast hier Sorge, dass das irgendwie nicht klappen könnte. Du sollst hier auf deine Erfahrungen zurückgreifen, aber auch erkennen, dass das die Vergangenheit ist. Und du auch dementsprechend jetzt hier neu handeln kannst. Es geht hier um das Durchbrechen eines Teufelskreises und du bist hier bereits mittendrin im Auflösen. Und das Universum möchte dir hier jetzt noch einen kleinen Schubs geben, damit das Ganze auch wirklich gut geht. Denn das Potenzial, dass das hier groß werden kann, ist auf jeden Fall gegeben. Das Universum sagt hier, gibt dir hier folgenden Rat. Also es geht hier darum, dass du dich auch öffnest, dass du dein wahres Gesicht unter Anführungsstrichen zeigst, dass du hier Farbe bekennst, dass du dich auch committest, dass du hier auch mit Leichtigkeit an diese Sache herangehst. Und das kannst du auch. Also hier nicht zu sehr nach hinten blicken, was ist alles schiefgegangen und daran festhalten, wahrscheinlich passiert das wieder, sondern das und das ist schiefgegangen, das habe ich daraus gelernt und jetzt handle ich anders und neu. Denn egal was passiert, hier zeigt sich etwas sehr vielversprechendes, eine vielversprechende Entwicklung in der Tendenz. Also egal, wie das hier weitergeht, für dich auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Und hier wird etwas in die Realität gezogen, hier manifestiert sich etwas. Hier ist der Anfang einer ganz neuen Sache, eines ganz neuen Lebensabschnitts, meine liebe Jungfrau. Ja, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar.
Und denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch die Glocke, damit du auch benachrichtigt werden kannst, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich und denk immer daran, manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Wassermann, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Wassermann. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Hier geht es um eine Herzensangelegenheit. Vielleicht geht es hier auch um einen Herzensmenschen. Was ich hier sehe, ist, dass hier ja eine Wand oder eine Blockade ist. Ja, man hat irgendwie das Gefühl, dass man nicht zueinander findet, oder wenn es eben um eine Angelegenheit geht, dass du hier irgendwie das Gefühl hast, du kommst hier nicht hin, also du möchtest hier irgendetwas umsetzen und kommst nicht in die Umsetzung. Irgendetwas ist hier dazwischen, irgendetwas sperrt sich hier gewaltig. Das kann ich hier erkennen. Deine Aufgabe ist Kommunikation. Und das kann jetzt bedeuten, also wenn es sich hier um eine andere Person handelt, das kann jetzt natürlich auch etwas Berufliches betreffen oder eben etwas Privates. Hier muss irgendetwas geklärt werden. Vielleicht ist diese Wand auch entstanden, weil es hier um ein Missverständnis geht. Irgendetwas muss aufgeklärt werden. Also Kommunikation. Ich sehe hier auch, was dich hier irgendwie ja noch innehalten lässt, die Sorgen, die Ängste, die Blockade in dieser Angelegenheit ist eben eine Unklarheit. Irgendetwas liegt im Unklaren. Irgendwo hat man auch die Sorge, wie entwickelt sich das weiter? Ist hier ein Potenzial? Und hier geht es eben auch darum, dass du dich hier stellen sollst. Also irgendetwas soll aufgeklärt werden. Es geht um etwas, was dir wichtig ist. Und hier soll eine Klarheit hereinkommen. Und dafür sollst du eben auch selbst sorgen. Das Universum sagt dir jetzt hier Folgendes. Und das ist wirklich ein sehr wichtiger Hinweis. Irgendetwas übersiehst du anscheinend. Es gibt hier irgendetwas, was dir hier nichts bringt oder wo du hier vielleicht auch deine Zeit verschwendest. Das könnte jetzt eben dieses Missverständnis sein. Da ist irgendetwas, da schüttest du Energie hinein und das bringt dir irgendwie nichts. Ich habe hier das Gefühl, dass sich hier in der Stille, weil ich habe ja auch das Gefühl, dass hier eine Stille entstanden ist, dass hier vielleicht in Gedanken irgendetwas ja sich weiterentwickelt hat, aber das ist schon an einem Punkt, das mit dieser Sache hier gar nichts mehr zu tun hat, wenn du mir folgen kannst. Irgendwas, wie gesagt, übersiehst du hier und diese Sache ist eben eine Energieverschwendung, was das hier betrifft. Das hat hier anscheinend
direkt nichts damit zu tun. Das ist hier irgendwie, ja, dieses Missverständnis, das hier aus dem Weg geräumt werden soll. Sehr, sehr spannend, mein lieber Wassermann. Ich erkläre das eben deshalb so genau, denn ich sehe schon die Tendenz, wo das Ganze hinlaufen soll. Und hier sehe ich Erfolg, gute Neuigkeiten, vielleicht auch eine Zusage, je nachdem, worum es hier geht. Es soll auf jeden Fall aufwärts gehen, aber es ist eben wichtig, dass hier Klarheit hereinkommt, dass du eben dementsprechend erkennen kannst, wie es weitergehen soll. Aber was ich eben sehe, ist, dass es für dich zumindest gut weitergehen soll. Ja, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch die Glocke, damit du auch benachrichtigt werden kannst, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich und denke immer daran, manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo, mein lieber Zwilling, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Zwilling. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Hier kommt irgendetwas herein für dich. Das ist auch gerecht. Also das dafür musst du irgendwie nicht viel machen anscheinend. Irgendeine Art von Gewinn kann auch eine gewinnbringende Situation sein. Irgendetwas, woraus du etwas Positives für dich ziehen kannst. Kann aber auch tatsächlich ein Geldeingang sein, den du nicht kommen sehen hast, mein lieber Zwilling. Spannend. Und das ist anscheinend, du hast das verdient. Ich habe hier irgendwie so das Gefühl, du weißt nicht so recht, ob du das annehmen kannst. Und ja, das soll zu dir kommen. Das sehe ich hier. Insgesamt geht es hier anscheinend um irgendeine Herzensangelegenheit. Wenn es hier bei dir um etwas Privates geht, bezüglich einer anderen Person, bezüglich Liebe, kann es auch sein, dass du hier vielleicht jemanden kennengelernt hast, wo du dir denkst, kann das wahr sein? Ist das, also habe ich diese Person verdient? Ja, hast du. Hast du ganz klar. Fokus auf diese Herzensangelegenheit, Herzensmensch oder eine bestimmte Person, die dir sehr wichtig ist. Irgendetwas ist hier gerade im Gange und das ist auch gut für dich und genau diese Sache sollst du jetzt auch genießen. Was ich sehe ist, was hier ein bisschen hinderlich ist, Blockaden, Ängste, Sorgen, Schwierigkeiten in dieser Sache ist Kommunikation. Und zwar Kommunikation über die neuen Medien, also das dürfte jetzt diverse Chatprogramme betreffen. Vielleicht wird hier nicht miteinander gesprochen, vielleicht wird hier mehr miteinander geschrieben. Also ich habe hier schon ganz stark das Gefühl, dass es auf jeden Fall, egal ob das jetzt etwas Finanzielles, Berufliches, Privates etc. ist, dass hier eine andere Person mit im Spiel ist, denn wir haben hier ganz klar eine Kommunikationsblockade. Vielleicht geht es hier jetzt auch darum, dass hier etwas geklärt werden muss, dass man eben miteinander sprechen muss. Vielleicht eine Art, um Missverständnisse zu vermeiden. Ja, was ich hier jetzt sehe, auch hier ganz klar, das Universum sagt, du sollst dich dieser Sache zuwenden.
Das ist hier ganz wichtig für dich. Es geht hier auch um deine Leichtigkeit. Also was auch immer dieser Eingang ist, der hier hereingekommen ist, mein lieber Zwilling, das ist ganz wichtig. Es ist wichtig, dass du das annimmst. Du hast es verdient. Und das ist der Beginn einer wirklich wunderbaren Reise, Entwicklung, vielleicht auch eines neuen Lebensabschnitts. Also das ist schon ziemlich episch, was sich hier zeigt. Hier geht es um eine riesige Entwicklung, an deren Beginn du jetzt aktuell eben hier stehst. Und alles beginnt mit dieser Sache, die hier hereinkommt. Ja, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch die Glocke, denn dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich und denke immer daran, manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo meine liebe Waage, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meine Waage. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Hier geht es um eine Erleichterung. Du bist hier in einer Phase zwischen neuem und altem Leben. Und du sammelst dich aktuell neu. Also hier lässt du einiges hinter dir. Hier geht es um einen Neuanfang, der am Anfang steht. Noch nicht so ganz klar zu erkennen ist, wo die Reise hingeht. Und deine Aufgabe in dieser Angelegenheit ist, dass du vertraust. Also Vertrauen ist hier dein Thema. Wir holen uns jetzt hier noch eine Information ein. Es geht hier um Abhängigkeiten, also Abhängigkeiten, die gelöst werden wollen. Und hier sollst du auch dementsprechend ins Vertrauen gehen, dass du hier rauskommen kannst. Diese Abhängigkeiten können Finanzen betreffen, das können Substanzen sein. Und das können Gewohnheiten sein, die du ablegen möchtest. Also wir haben hier einfach diesen Neuanfang. Jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Legung stehen auch die ganzen Geburtstage der diversen Wagen an. Also dementsprechend auch alles Gute wünsche ich dir. Und hier ist auch irgendwie so, ja, ein neuer Zyklus, ein neues Lebensjahr beginnt und du sollst dir hier auch selbst vertrauen. Das ist hier ganz wichtig. Du kannst das hier auf jeden Fall schaffen. Das, was sich hier sperrt, das, was hier irgendwie Probleme macht oder irgendwie das Ganze verlangsamt, hier vielleicht auch ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt, ist, dass hier Erholung fehlt. Ich habe hier das Gefühl, dass hier vielleicht für den einen oder anderen, dass hier Schlafprobleme am Programm stehen, dass man hier zu wenig Schlaf bekommt oder zu wenige Ruhephasen im Alltag hat.
Und dementsprechend, das ist ja ganz klar hier auch formuliert, was du dann auch tun kannst. Es ist ja wichtig, dass du dafür sorgst, also dass du hier in die Verantwortung gehst und versuchst, so gut es eben in deinen aktuellen Umständen möglich ist, dass du hier, und wenn es nur 5 Minuten am Tag sind, dass du hier für Erholung auch sorgst, damit du hier das umsetzen kannst. Das ist hier jetzt ganz, ganz wichtig. Und du bist hier anscheinend an einem kritischen Punkt. Das ist hier irgendwie kurz vor dem Ziel, habe ich auch so das Gefühl. Und da geht es jetzt noch einmal um eine Prüfung. Es geht auch darum zu erkennen, das sagt jetzt hier nochmal das Universum, damit du hier eben auch durchgehst, das ganze Leid, das vorhergegangen ist, das sollst du dir anscheinend noch einmal bewusst machen. Sehr interessant. Also was hast du hier auch für Leid erlitten, vielleicht durch diese Abhängigkeiten, die sich hier zeigen? Es kann auch emotionaler Natur sein. Das habe ich, glaube ich, vorhin noch nicht gesagt. Eben diese Abhängigkeit, das, was man hier sehen kann. Wichtig ist, dass du hier nochmal das Leid erkennst, denn dann wird sich hier anscheinend ein Schalter umlegen und du kannst hier durchmarschieren. Denn das ist hier irgendwo auch etwas, das wankt anscheinend gerade ein bisschen. Aber wenn du hier nochmal genau hinsiehst, erkennst du ganz genau, ach, deswegen möchte ich ja auch in diesen neuen Lebensabschnitt, auch wenn ich hier noch nicht genau sehe, wo es hingeht. Aber alles ist besser als das, wie es eben war. Und jetzt kommen wir zum Ziel des Ganzen. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, denn hier geht es darum, einen Teufelskreis zu durchbrechen. Und hier sagt eben das Universum, es besteht jetzt eben auch die Gefahr, dass du hier das Ganze nochmal wiederholst. Wenn sich diese Karte hier zeigt, wenn es hier um den Teufelskreis geht, dann heißt es aber auch, jetzt kann man hier anders handeln. Der möchte jetzt durchbrochen werden. Es geht hier nämlich auch darum, hier soll Ruhe einkehren in deinem Leben. Hier soll eine gewisse Ausgeglichenheit auch kommen. Es kann hier auch eine bestimmte Angelegenheit sein, um die es geht. Vielleicht geht es auch gar nicht um alles, meine liebe Waage, sondern um eine bestimmte Sache, eine bestimmte Angelegenheit, vielleicht auch eine bestimmte Person. Hier soll nichtsdestotrotz Ruhe einkehren, Zufriedenheit, ein Frieden. Wichtig ist aber, dass du hier diesen Teufelskreis durchbrichst und auf irgendeine Art und Weise eben auch anders handelst als bisher. Also hier wiederholt sich anscheinend etwas. Hier kommen gerade Gefühle hoch, die du bereits kennst. Und jetzt ist eben der kritische Punkt, an dem du es in der Hand hast, eben anders zu handeln als bisher, damit sich hier auch Ruhe und Zufriedenheit einstellen kann. Ja, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch die Glocke, denn dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich und denk immer daran, manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo, mein lieber Fisch, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Fisch. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht?
Ja, mein lieber Fisch, hier geht es um Wachstum, Zuwachs. Irgendetwas soll hier funktionieren oder funktioniert ganz gut, hat großes Potenzial. Das hängt jetzt natürlich von deiner individuellen Situation ab. Hängt auch davon ab, schaust du hier auf Berufliches oder schaust du hier auf eine private Angelegenheit? Geht es hier vielleicht auch um die Liebe? Hier ist etwas vielversprechend und hier sieht alles nach Wachstum und Fülle aus. Deine Aufgabe ist jetzt, und jetzt verstehe ich, warum du bei dieser Legung gelandet bist. Du musst dich hier einer Angst stellen. Und hier hast du irgendwie die Sorge, dass das vielleicht eine Illusion ist, dass das gar nicht gut gehen kann. Dass du hier vielleicht jetzt umdrehst, bevor das Ganze so richtig in die Höhe geht. Sehr, sehr spannend. Also das Universum sagt hier, komm, schau der Angst in die Augen, damit sie verschwinden kann. Denn Angst ist meistens auch einfach nur eine Illusion, wo sich hier irgendetwas aufbaut, irgendwie immer größer wird und größer wird. Und du sollst hier eben hinsehen. Also vielleicht hast du auch Sorge davor, dass es eben erfolgreich wird und vor den Konsequenzen, die sich hier zeigen. Sehr, sehr spannend. Ich sehe hier auch, also diese Angst, der du dich stellen sollst, die zeigt sich hier auch in den Blockaden, in den Sorgen, in den Ängsten. Also die Angst vor der Angst. Du witterst hier irgendwo Gefahr. Kann natürlich sein, dass du so eine ähnliche Situation schon einmal erlebt hast und dann irgendetwas passiert ist. Also hier ist doch irgendwie so eine vorsichtige Haltung. Ich muss dir hier aber auch gleich sagen, und da musste ich lächeln, als ich diese Karte gezogen habe, du bist hier beschützt. Dein Weg ist hier wirklich beschützt und das soll hier klappen. Der Rat des Universums, den ich hier auch immer extra einhole, ist nämlich, du sollst dich dieser Sache zuwenden. Anscheinend kannst du hier schon den ein oder anderen Gewinn einfahren. Wenn es jetzt eine persönliche Angelegenheit ist, die etwas Zwischenmenschliches betrifft, dann geht es hier auch darum, hier kann man schon, ja, hier geht es schon um eine gewisse Sicherheit, die man hier erkennen kann. Hier geht es darum, auch das zu genießen, hier mehr zu vertrauen auch. Vielleicht auch schöne Stunden zu verbringen, sich darauf einlassen. Hier geht es um ein Commitment, also was auch immer das hier ist, worum es sich bei dir hier handelt. Kann eine kleinere oder größere Angelegenheit sein, je nachdem. Hier geht es um Commitment. Und dass du dich auch traust, dass du eben dieser Angst ins Auge siehst. Denn hier ist sehr viel Wichtiges und Schönes für dich drinnen. Und das liegt hier auch in der Tendenz, hier haben wir den Stern, also hier geht es auch um Schicksalhaftes. Das ist jetzt auch eine Entwicklung, egal was hier passiert, das ist so wichtig für dich. Hier geht es auch um deine Bestimmung. Diese Erfahrung, die du hier machst, das ist Teil deiner Bestimmung, Teil deines ganz persönlichen Sinn des Lebens. Also wirklich sehr, sehr spannend. Du bist, wie gesagt, beschützt. Und ja, es gibt hier auch dieses Zitat, das übersetzt besagt, dass alles, was du möchtest, auf der anderen Seite der Angst liegt. Das möchte ich dir jetzt hier noch mit auf den Weg geben, mein lieber Fisch. Ja, und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren und aktiviere auch die Glocke, damit du auch benachrichtigt werden kannst, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich und denk immer daran. Manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen.
Hallo, mein lieber Krebs, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Krebs. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Also ich sehe hier eine bestimmte Unruhe, können auch aufgewühlte Gefühle sein. Also irgendetwas ist hier total im Chaos. Irgendetwas ist hier absolut los. Ich habe hier gleich schon mal den Hinweis, dass es wichtig ist, dass du jetzt nicht vorschnell handelst, nicht übereilt handeln. Irgendetwas regt dich hier auf. Also haben wir hier gleich am Anfang liegen. Wir schauen uns jetzt natürlich an, wie du das Ganze auflösen kannst. Hier geht's um Kommunikation, um Nachrichten. Vielleicht geht es darum, sich auszusprechen. Hier muss ein Gespräch geführt werden. Kann natürlich auch sein, dass du, ja, hier irgendwo dich ein bisschen davor drückst, aber weil das eben unangenehm sein könnte, aber es ist ja wichtig, dass du dich dieser Sache eben stellst, mein lieber Krebs, ganz wichtig. Hier muss gesprochen werden. Es kann auch sein, dass hier vielleicht ein Missverständnis herrscht, dass sich jetzt über alles legt. Irgendetwas muss geklärt werden mit einer anderen Person. Das kann jetzt den Beruf betreffen, das kann jetzt Finanzen betreffen, das kann den Herzensmenschen betreffen, Freunde, Familie. Irgendeine Form von Kommunikation ist hier wichtig, eine Klärung. Das sollst du jetzt machen. Nicht vorschnell handeln, ganz, ganz wichtig. Schau, dass du hier zu diesem Gespräch kommst. Was blockiert sich hier? Was ist hier die Sorge? Sehr spannend. Irgendwo geht es hier um Heilung. Ich habe hier das Gefühl, dass es hier darum geht, einen Teufelskreis zu durchbrechen. Das ist hier jetzt in diesem Zyklus auch bei der ein oder anderen Legung schon Thema gewesen, von den Legungen, die ich bisher gemacht habe. Hier geht es darum, dass hier etwas gesund werden kann, dass hier etwas in eine gute Schwingung kommen kann, und das war es bisher anscheinend noch nicht. Also du stehst hier auch an einer Schwelle, und jetzt ist es eben wichtig, dass du anders handelst als bisher. Hier, und es geht eben, wie gesagt, um ein klärendes Gespräch. Ich habe hier jetzt auch noch den Hinweis direkt vom Universum, du sollst hier vertrauen, dass das hier bergauf geht für dich. Das ist hier anscheinend ganz, ganz wichtig. Jetzt hole ich hier noch eine Information ein für dich, denn für mich ist das ein bisschen kryptisch. Ich denke, für dich vielleicht auch. Was meint das Universum hier? Alles klar, es geht hier darum. Ich habe ja auch das Gefühl, es geht darum, diese Situation ein Stück weit auszuhalten. Vielleicht wartest du auch auf eine Nachricht. Oder irgendeine Nachricht ist nicht so, wie du es erwartet hast. Und du hast hier vielleicht etwas in den falschen Hals bekommen. Das könnte auch sein. Vielleicht ist hier eine Erwartungshaltung, die hier im Weg steht, entweder von deiner Seite oder vom Gegenüber. Kann auch von beiden Seiten sein, denn da es hier um Kommunikation geht, geht es hier anscheinend auch um einen anderen Menschen. Also es ist hier ganz wichtig, ruhig zu bleiben, Ruhe zu bewahren. Das hilft dir auch dabei, dass es hier raufgeht. Abwarten, zuhören, hinhören.
Was ich dir hier nämlich sagen kann und warum ich das jetzt hier so ausführlich auch erkläre, ist, in der Tendenz liegt die Sonne. Also hier geht es um Erfolg, hier geht es auch um Leichtigkeit, hier geht es darum, dass hier etwas Gutes für dich passieren soll. Aber es ist eben wichtig, dass du hier die Ruhe bewahrst und um Himmels Willen nicht vorschnell handelst. Irgendwie habe ich so das Gefühl, es soll hier etwas einrasten, also etwas an die Stelle kommen, wo es hingehört, mein lieber Krebs. Ja, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch die Glocke, denn dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich und denk immer daran. Manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Skorpion, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Skorpion. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Du bist hier in einer Phase des Wartens auf irgendetwas, also irgendetwas ist hier anscheinend in einer Entwicklung. Vielleicht wartest du auch auf eine Antwort, vielleicht wartest du auf einen bestimmten Zeitpunkt. Also hier ist deine Geduld gefordert aktuell. Deine Aufgabe in dieser Phase des Wartens ist hier aber eine der Selbstreflexion. Hier geht es nämlich um irgendeine Thematik, wo du dich schwer fühlst. Vielleicht auch ja irgendetwas, was dich ja langsamer werden lässt. Irgendeine Sache funktioniert hier nicht so richtig. Kann natürlich auch mit der Gesundheit zusammenhängen. Du weißt, wenn es sich um gesundheitliche Probleme handelt, dann bitte such auch dementsprechend einen Arzt auf. Vielmehr geht es hier darum, eine Ursache zu erkennen, einen Grund zu erkennen, wo diese Schwere herkommt. Also hier geht es um ein schweres Gefühl, beispielsweise so ähnlich, wenn man eben eine Erkältung oder einen grippalen Infekt hat, so in diese Richtung, wo man sich so schwer fühlt. Und manchmal fühlt man sich auch so ohne tatsächlich krank zu sein. Und hier ist irgendwo eine Sache, wo du vielleicht diese Tür auch aufmachst ein Stück weit und diese Schwere hereinlässt. Ich weiß jetzt nicht genau, um was es hier geht. Ich vermute, du weißt, was hier die Thematik ist. Und diese Wartephase soll jetzt eben hierfür genutzt werden. Hier soll irgendetwas ins Reine gebracht werden. Irgendetwas macht dich schwer und du hast hier einen entscheidenden Anteil dran und den kannst du jetzt erkennen. Und das ist wirklich wichtig, auch für dein weiteres Leben, für dein weiteres Sein, das hier zu erkennen. Also das ist wirklich spannend, was wir hier sehen. Jetzt schauen wir mal, wo bremst es? Wo sind die Schwierigkeiten, Ängste, Sorgen, die Blockade, die sich hier zeigt in dieser Angelegenheit? Und hier geht es um irgendetwas Vertragliches, vielleicht auch eine Verpflichtung, die du hier hast, wo ich auch das Gefühl habe, das könnte hier vielleicht auch zusammenhängen mit diesem
warten. Vielleicht geht es ja, hier könnte es darum gehen, dass hier ein Vertrag unterzeichnet werden soll oder eine Verpflichtung eingegangen werden soll und du das irgendwie nicht möchtest. Vielleicht ist auch diese Verpflichtung hier einer der Gründe, warum hier so eine Schwere hereinkommt. Du weißt, wie du das in deine Situation einsortieren kannst. Jetzt holen wir uns noch den Rat vom Universum. Was dürfen wir hier noch erfahren? Und das Universum sagt auch, du sollst hier ganz genau hinsehen und hier ist etwas Gutes für dich drin. Also das ist diese Erkenntnis, um die es hier geht. Da steckt noch mehr drinnen. Also da kannst du nicht nur diese Schwere rausbringen, sondern anscheinend auch einen wie eine Art Schalter umlegen und das Ganze in eine positive, in eine gewinnbringende Angelegenheit verwandeln. Sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was das wohl sein könnte. Die Aussicht ist, anscheinend sollst du dich vor äußeren Einflüssen schützen. Das gibt mir jetzt auch ein bisschen Aufschluss darüber, worum es hier geht. Es könnte hier sein, also wo du hier die Tür aufmachst und diese Schwere dann hereinkommt, bis zu einem gewissen Grad. Hier geht es anscheinend darum, dass du vielleicht gutmütig bist, vielen Menschen in deinem Umfeld gegenüber oder einer bestimmten Person. Und hier sehe ich nämlich in der Tendenz, dass du hier gewisse Grenzen setzt. Und diese Grenzen setzen ist so wichtig, damit du hier eben deiner Bestimmung folgen kannst. Das bedeutet jetzt nicht, dass du alle Menschen aus deinem Leben streichst, sondern dass du hier dir gegenüber feinfühliger wirst und auch erkennst, wo hier für dich einfach auch Schluss ist. Und vielleicht geht es ja auch darum, dass hier jemand ein schlechtes Gewissen bei dir erzeugt und du kannst dich dann durch diese Erkenntnis hier irgendwo auch besser abschirmen. Ich frage jetzt nochmal nach, worum es hierbei geht. Das würde mich schon interessieren, weil ich glaube, dass da noch eine Information ist, die wir erfahren sollen. Ah, okay. Also das erklärt jetzt auch einiges bei dieser vertraglichen Angelegenheit. Also wenn es hier um einen Vertrag geht oder eben eine Verpflichtung, eine Pflicht jemand anderem gegenüber, eine Verantwortung, die du hier hast. Und hier ist eine Stagnation drinnen. Also hier ist keine Bewegung mehr, hier kommt man nicht voran. Also klärt sich das für mich jetzt schon aus, dass durch diese Verpflichtung hier, also hier muss anscheinend etwas geklärt werden in dieser Angelegenheit. Also da haben wir schon den großen Hinweis für dich, denn diese Schwere überträgt sich auch auf dich und es ist auch dementsprechend wichtig, dass du das hier für dich klärst, dass auch du hier zufrieden bist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier alle Beteiligten nicht ganz so glücklich sind mit dieser Angelegenheit, weil ja einfach irgendetwas stagniert, nicht weitergeht. Und hier sollst du eben dafür sorgen, dass das wieder in eine Struktur gebracht wird. Dann sollte hier sich auch diese Schwere auflösen, denn diese Sache kann sich auf längere Dauer natürlich auch tatsächlich auf die Gesundheit schlagen, wenn du jetzt einfach nur immer wieder spürst, oh, das zieht mich irgendwie runter, ich mag irgendwie nicht, es fühlt sich schwer an. Das kann auf Dauer natürlich dann auch die Gesundheit irgendwann betreffen. Daher sagt das Universum, schau, dass du hier das in Ordnung bringst, das kann man in Ordnung bringen und du kannst es sogar so in Ordnung bringen, dass es für dich gewinnbringend ist und du hier auch wieder deine Leichtigkeit spürst und mehr deiner Bestimmung folgst, mein lieber Skorpion. Ja, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch die Glocke, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn ich neue Legungen veröffentliche.
Ich wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich und denk immer daran. Manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Witter, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Witter. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Also das ist mal eine aufregende Botschaft. Du bist hier bei irgendeiner Sache total in deinem Element. Das ist hier irgendetwas Neues, auch irgendwo etwas, was nicht so viele Menschen machen. Das ist eine ganz, eine ganz neue Sache in auch jetzt einfach in unserer Zeit. Und das passt total zu dir. Also du schreitest hier voran, auch mit Elan, auch also ganz in deinem Element, wie ich es jetzt schon, weiß ich nicht, 5-mal gesagt habe. Deine Aufgabe ist auch, dich voll darauf zu fokussieren. Also ich sehe hier noch ein bisschen eine Unsicherheit. Das bedeutet jetzt nicht, also du kannst diese Legung auch, wenn du kannst diese Legung auch in 4K schauen, dann siehst du die Karten auch ganz genau, kannst du auch hineinzoomen. Also das hier bedeutet nicht, dass du alles auf eine Karte setzen sollst, das All-In, das möchte ich nur auch sagen, bitte keine unnötigen Risiken eingehen. Hier geht es mehr darum, dass du dich voll darauf fokussieren sollst. Du sollst hier voll dabei sein, dich hier auch wirklich reinhängen in diese Angelegenheit. Das kann hier viel abwerfen. Das hat ein sehr großes Potenzial von dem hier, was ich hier so sehe. Jetzt schauen wir mal rein. Was blockiert denn hier? Was sind die Ängste? Was sind die Sorgen? Und hier sehe ich irgendwie du hast hier irgendwo Schwierigkeiten, eine Leichtigkeit zuzulassen oder zuzulassen, dass das irgendwie gut läuft. Das fühlt sich hier irgendwo nicht an, also diese Thematik fühlt sich hier irgendwie nicht an wie Arbeit. Also ich habe hier das Gefühl, dass es hier weniger um etwas Zwischenmenschliches geht. Kann natürlich auch sein, mir springt hier gerade nichts so ins Bewusstsein, was das hier sein könnte. Ich glaube, hier geht es tatsächlich um irgendeine Art von Projekt oder vielleicht um eine Arbeit, vielleicht eine neue Einnahmequelle, ein neues Hobby, eine neue Tätigkeit, irgendetwas, und das passt total gut und du kannst es irgendwie noch nicht so loslassen, so laufen lassen, weil sich das so gut anfühlt, weil das eben so einfach auch irgendwo für dich ist. Und das sperrt sich hier irgendwo. Also da zögerst du, was das betrifft. Also das ist eine Blockade, die man sehr gut auflösen kann. Also hier brauchst du vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit, um das wirklich zu begreifen, dass das wirklich echt ist und dass das gut ist. Jetzt schaue ich noch den Rat vom Universum an und hier geht es um Geschwindigkeit. Also auch hier zweimal bekommen wir hier herein, mach da weiter und gib Gas. Also anscheinend muss man hier noch irgendetwas entscheiden. Vielleicht steht auch eine Entscheidung an, die getroffen werden will. Aber hier soll es vorwärts gehen und hier sollst du auch deine Energie tatsächlich reinstecken und das eben aufbauen. In der Tendenz liegt, was diese Angelegenheit betrifft, und das ist etwas ganz Individuelles und hier geht es auch um dich, also wer du, was dich ausmacht, und das ist ein Teil davon. Hier geht es um deinen individuellen Lebenssinn auch, also das ist ein Teil davon, der hier ganz wichtig ist, was auch dich ausmacht, was auch immer du hier eben für dich entdeckt hast. Und das kann eben groß werden,
Das hat ein wirklich gutes Potenzial und es ist jetzt eben auch wichtig, dass du den Fokus ganz klar auf diese Sache hier setzt, mein lieber Witter. Ja, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch die Glocke, damit du auch benachrichtigt werden kannst, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Und denk immer daran, manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Löwe, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Löwen. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? So, da brauche ich noch eine Karte. So, an sich läuft alles, also läuft hier irgendeine Sache ganz gut, aber hier ist etwas im Verborgenen und genau diese Information wollte ich noch haben und ich glaube, du weißt das auch. Irgendetwas, also hier geht es um eine Angelegenheit, die läuft ganz gut. Aber dir ist doch bewusst, dass du hier nicht alle Informationen hast oder du gibst nicht alle Informationen raus. Aber ich habe eher das Gefühl, dass du hier nicht alle Informationen hast und das ist dir auch bewusst, so wie ich das sehe. Deine Aufgabe in dieser Sache ist, dass du jetzt auch mehr Zeit mit dir alleine verbringst, also bewusst Zeit alleine verbringen, das bedeutet nicht, dass du dich tagelang oder wochenlang abschotten sollst, sondern einfach im Alltag darauf achten, dass du bewusst und wenn es nur 5 Minuten täglich sind, Zeit mit dir alleine verbringst und diese Ruhe auch zulässt. Denn hier geht es auch darum zu erkennen, was hier nicht so ganz stimmt. Also hier soll eine Antwort zu dir kommen. Also das, was hier im Verborgenen eben liegt. Ich sehe hier in den Ängsten, also auch die Blockade und irgendwie das, was das Ganze hier ein bisschen abbremst, also dass hier diese Sache herauskommt, was auch immer das ist, dass hier irgendwo die Angst besteht, dass vielleicht ein Satz alles zerstören könnte, dass das Ganze vielleicht instabil ist oder du bist hier nicht sicher, ob du das wissen möchtest, worum es hier geht anscheinend. Und das habe ich hier. Also hier ist irgendwo die Sorge, wenn hier irgendwie alle Informationen da sind, was ist, wenn das dann irgendwie doch nicht funktioniert oder doch nicht das ist, wie erwartet. Also ist hier auch schon irgendwo eine bestimmte Verstrickung da. Das Universum rät dir hier Folgendes und es geht hier erstens irgendwo darum, Grenzen zu setzen. Es soll auch angesprochen werden. Also es ist ganz wichtig für deinen Seelenfrieden, ja, dass du für dich vielleicht auch die richtigen Worte findest, deshalb auch ein bisschen Zeit mit dir. Wie sprichst du das an, was hier im Verborgenen liegt? Denn die Sache an sich ist vielversprechend. Nur ist hier eben dieser Schatten, der sich auflösen soll. Und das wird einfach nur gehen, wenn diese Sache angesprochen wird. Also du sollst dich eben dieser Angst stellen. Es geht hier auch irgendwo darum, eine gewisse Grenze zu setzen. Also
Hier muss anscheinend irgendetwas noch, hier geht es um eine Ausgleichung. Diese Aussprache, und das sagt das Universum eben auch, oder dieses Besprechen, was hier eben im Verborgenen ist, bringt dir eine Erleichterung auf jeden Fall ein. Also das ist einfach, als würde eine schwere Last abfallen. Also dieser Angst sollst du dich stellen. Es ist aber eben auch wichtig, dass du hier für dich die richtigen Worte findest, und die findest du in der Ruhe, in einer ruhigen Haltung. Du sollst hier diese Situation eben auch von außen betrachten, die Perspektive ändern, auch versuchen, das alles aus der Sicht des Gegenübers, denn ich habe einfach das Gefühl, es geht hier um eine andere, um eine weitere Person zu sehen. Vielleicht sind es auch mehrere Personen. Worauf läuft das Ganze hinaus? Hier geht es um eine Ausgleichung irgendwo, wenn es hier irgendwo auch um Gerechtigkeit. Also hier soll der Ausgleich tatsächlich stattfinden. Und es ist eben anscheinend hier sehr wichtig, dass du das Ganze auch ansprichst und dementsprechend auch für dich die richtigen Worte formulierst, damit dir auch diese Befreiung hier stattfinden kann. Ja, mein lieber Löwe, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch die Glocke, damit du auch benachrichtigt werden kannst, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich und denke immer daran, manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo, mein lieber Schütze, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Schützen. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Sehe, das ist hier geht es um einen Ausweg, und offenbar geht es hier um eine finanzielle Angelegenheit vermutlich oder um etwas Wertvolles, etwas, was einen großen Wert für dich hat. Das muss jetzt natürlich nicht zwingend Geld sein, aber es ist hier schon irgendwo ersichtlich, dass es hier doch um etwas Finanzielles, um etwas Materielles, eher Berufliches gehen könnte, und hier geht es um einen Ausweg. Den gibt es auch. Ich habe hier irgendwo das Gefühl, dass du hier schon kurz vor der Erleuchtung bist, also dass du den bald finden wirst. Und das Universum gibt dir hier jetzt in dieser Angelegenheit folgende Anregungen mit. Hier gibt es anscheinend eine Person, vielleicht auch mehrere Personen in deinem Umfeld, wo du dir auch Rat holen kannst, wo man sich austauschen soll. Das ist eine Person, wo ein ausgeglichenes Geben und Nehmen ist. Vielleicht hat diese Person mit dieser Angelegenheit überhaupt gar nichts zu tun, aber hier geht es um einen Austausch, um ein Gespräch, wo dir vermutlich irgendetwas klar werden könnte, eben wo hier der Ausgang ist, wo du das hier irgendwo auch in Sicherheit bringen kannst. Dann sehe ich hier irgendwie, ja, ich sehe hier eine Sorge. Also wir schauen uns jetzt mal die Blockaden, die Hürden, die Ängste näher an, die Schwierigkeiten in dieser Sache. Hier ist irgendeine Information, wo du glaubst, hier ist irgendeine Information, die du noch nicht hast. Da möchte ich noch eine Information zusätzlich haben. Ah, okay, du hast hier irgendwo die Befürchtung, dass hier irgendetwas auf dich lauert.
irgendetwas Negatives, dass du irgendetwas nicht bedacht hast, das kann ich hier sehen, dass hier irgendetwas auf dich zukommen könnte und das bringt dich jetzt ins Zögern. Vielleicht hast du auch schon die Lösung, wie du das Ganze in Sicherheit bringen kannst, aber hast Angst, dass hier irgendetwas aus dem Verborgenen kommt und das Ganze dann irgendwie zunichte macht. Und das kann man natürlich auch verstehen, das ist eine berechtigte Sorge und das Universum gibt dir jetzt den Rat. Was diese Angelegenheit betrifft, das ist anscheinend etwas sehr, eine sehr sensible Angelegenheit, das eine sehr heikle Sache. Also hier soll nicht jeder davon in Kenntnis gesetzt werden, was du hier vorhast, was du hier tust. Also es ist hier ganz speziell wichtig, dass du dich nur eben mit einer speziellen Person austauschst, der du auch vertrauen kannst. Vielleicht ist das auch eine Person, vielleicht geht es ja um irgendetwas, was jetzt, wenn es Finanzen sind, dass du vielleicht hier deinen Steuerberater, vielleicht geht es um einen Steuerberater, dass du eben, dass die, oder Steuerberaterin, dass du eben nur mit einer bestimmten Person dich darüber austauscht, wo du auch weißt, das ist ja auch alles sicher. Sonst nach außen hin, solange das hier auch in der Schwebe ist oder solange das hier noch nicht geregelt ist, ist hier eben auch wichtig, dass du eben die Details oder eben das große Ganze auch für dich behältst. Also das Universum sagt dir schon, diese Sorge oder diese, ja, das ist schon irgendwo berechtigt. Vielleicht möchte hier auch jemand irgendwo, ja, sich selbst bereichern oder das könnte schon sein, muss aber jetzt nicht bei jedem der Fall sein. Wichtig ist, solange diese Sache läuft, also behalte das für dich und tausche das hier eben nur mit einer Person aus. Also du kennst diese Person auch, hol dir hier Rat. Also hier ist noch irgendeine Information für dich drinnen. Was ich jetzt sehe von der Tendenz her ist, dass das Ganze auch glücken soll. Also das Ganze soll hier in Sicherheit gebracht werden. Das Ganze soll hier stabilisiert werden. Und was ich auch sehe, ist, dass du hier gestärkt aus dieser Situation herausgehst, also dass du hier dann auch den Kopf auch wieder frei hast und hier auch und dich auch eben besser schützen kannst. Also hier ist noch irgendein Lernprozess in dieser Sache mit drinnen. Also dass du hier in Zukunft auch anders handeln kannst, was diese Angelegenheit betrifft. Aber jetzt in erster Linie ist eben wichtig, dass das Ganze hier glückt, in Sicherheit gebracht wird, dieser Ausweg eben hier gefunden wird oder eben durchgezogen wird mit einer Person, der du vertrauen kannst. Ja, mein lieber Schütze, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch die Glocke, denn dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich und denk immer daran. Manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen.